So, und hallo und herzlich willkommen wieder bei meinem kleinen Blog Redaktion 42. Und ich habe zwei Gäste, den Johannes und den Michael. Den Michael und Johannes. Beide sind Lehrer. Beide sind Lehrer in einer Schule, in einem Gymnasium in Bayern, in Schrobenhausen. Da, wo der Spargel und so, ihr wisst ja. Und wir haben uns lange, lange diskutiert über Digitalisierung, inwieweit kommt Digitalisierung in die Schule. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Digitalisierung nicht bedeutet, ich hänge ein Smartboard auf statt der schwarzen oder grünen oder blauen Kreidetafel und damit ist das Ding digitalisiert, die Schule. Digitalisierung bedeutet was anderes. Michael, was bedeutet Digitalisierung für dich in der Schule? Für mich ist Digitalisierung in der Schule, dass man bestimmte Arbeitsweisen oder Arbeitswege, die man bisher klassisch vielleicht auf Papier oder umständlich über irgendwelche ja, umständlichen Wege Material an Schüler zuzuspielen, ersetzt durch einfachere Wege, Wege, die für Schüler leichter zugänglich sind, leichter zu organisieren sind, eben ersetzt und eben so neue Kommunikationsmittel nutzt, ja, um Schülern den Zugang zu Informationen, aber auch zu Ansätzen, Lösungen, Hilfen und so zu erleichtern. Johannes, sind Schüler bereit für Digitalisierung? Oder ist es irgendeine Spinnerei, die irgendein Ministerium hat, jetzt machen wir Digitalisierung? Oder sind die Schüler bereit für Digitalisierung und wollen die das? Ich denke schon. Also ich denke schon, dass sie bereit dafür sind. Es hat ja jeder ein Smartphone, ab einem bestimmten Alter zumindest. Und ich denke, die wollen das auch benutzen, aber die wissen genauso gut wie wir, nur weil man jetzt irgendwas, was wir vorher so machen, eins zu eins, dann genau auf dem digitalen Gerät machen, das bringt es ja nicht. Also da muss schon irgendeine Neuerung dabei sein. Also ob ich jetzt auf dem Papier schreibe mit dem Stift oder ob ich auf meinem Tablet schreibe mit dem Stift, unterscheidet sich jetzt eigentlich nicht, da habe ich keinen Mehrwert. Also es muss schon irgendwie die ganze Infrastruktur, die wir haben, irgendwo ausnutzt werden. Bedeutet das auch viel mehr Verknüpfung, Michael, im Sinne von, was ich, medienüberschreitend, ich bin im Netz, ich bin vernetzt, ich greife auf andere Quellen gleichzeitig zu, weil das klassische Schulbuch ist ja eine Quelle nur und das war's. Mehr gibt's ja da nicht. Was bedeutet denn Vernetzung dann für dich? Das hat für mich immer zwei Ebenen. Einerseits haben sie eine Vielzahl an Informationsquellen zusätzlich da. Also ich habe auch beobachtet, wenn sie selber mal was recherchieren müssen, zum Beispiel beziehen sie dann dazu Quellen wie, ich schaue mir mal ein YouTube-Video an dazu mit ein, was man quasi klassischerweise bisher im Unterricht eigentlich selten herangezogen hat als Quelle. Andererseits ist Vernetzung für mich auch, dass sie untereinander ein Mittel bekommen, miteinander zu kooperieren. Das heißt, Cloud-Dienste nutzen, um zum Beispiel miteinander an irgendwelchen Lösungsansätzen zu arbeiten, wo es bisher, sage ich mal, nicht nur räumlich, sondern auch untereinander sozial schwierig war, an irgendwas zu arbeiten. Das ist, da spielt Vernetzung, glaube ich, eine der wichtigsten Rollen. Also nicht nur die Vielzahl an Informationen, sondern auch, wie ich miteinander arbeite. Und es ändert sich ja auch die Art des Lernens. Das digitale Lernen ist ein anderes Lernen wie das klassische Lernen. Das heißt, es kann ja viel mehr Interaktionen dran teilnehmen. Und da habt ihr beide ja, ich glaube, ihr seid beide ja Naturwissenschaftler, Chemie und Physik, oder? Genau. Also Naturwissenschaftler pur. Und sie haben, hier stehen zwei Tablets vor den beiden Herrschaften. Leider Microsoft, kein iPad, na gut. Ihr habt da was gemacht. Was habt ihr gemacht? Könnt ihr mal uns erzählen, was ihr getrieben habt? Also ich habe mich einfach, weil ich halt auch eben dann in meiner Freizeit ein bisschen lese, was gibt es denn da so Neues, mir ein Konzept vom Jan-Martin Klinge von halbtagsblog.de abgeguckt. Das sind sogenannte Lerntheken, mit denen die Schüler einfach selbstständig Dinge lernen können. Also man kennt das klassischerweise, machen die Lehrer das, die drucken das aus, das wird laminiert, das wird dann in Stationen irgendwo hingelegt. Wo ich jetzt den Vorteil beim Digitalen gesehen habe, war, ich sage jetzt mal ganz kurz, in der Chemie heißen ja die ganzen Moleküle irgendwie. Und Klaus das, und Erwin. Klaus und Erwin, genau. Und jetzt brauche ich Klaus und Erwin ja nicht nur in der 10. Klasse, sondern vielleicht auch nur in der 11. und in der 12. So, was mache ich jetzt? Ich habe das Schulbuch nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze drangenommen wird. Deswegen habe ich jetzt einfach die Lernkarten als PowerPoint-Datei gemacht. Und die Datei steht halt bei uns in der Schulcloud online und die Schüler können sich dann auch später wieder runterziehen, sage ich jetzt mal, aufs Handy, auf dem Computer und das dann auch nochmal wiederholen. Und das, glaube ich, ist ein großer Vorteil. Und das Nächste ist, können alle gleichzeitig mit allen Lernkärtchen, sage ich jetzt mal, arbeiten. Ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt, wenn ich eine Klasse mit 25 Schülern habe, jede Karte 25 Mal brauche.
Das ist eine Geschichte und sie können sich selber kontrollieren. Und ich kann natürlich auch noch, ich kann Wikipedia-Einträge einbinden. Ich kann YouTube-Erklärvideos einbinden. Das kann ich halt alles mit den analogen Karten nicht. Und deswegen habe ich das so gemacht. Bei dir in der Physik ist es ähnlich? Es ist ein kleines bisschen anders. Ich sag mal, das Material an sich ist weniger medial, als dass sie Mittel zur Kommunikation bei mir nutzen. Ich habe Unterrichtssequenzen, in denen sie in Gruppen arbeiten, in kleineren Gruppen zusammen, was sie arbeiten sollen. Und da geht es im Endeffekt immer darum rum, wie fixiere ich irgendwelche Ergebnisse, die ich mir erarbeitet habe, und wie tausche ich das dann mit den anderen Schülern aus. Bisher war das klassisch so, sagt man meistens, ja, hier habt ihr ein DIN A3-Blatt, gestaltet ein schönes Plakat oder einen Eintrag. Ich habe den Schülern bewusst offen gelassen, wie sie das festhalten wollen oder was erklären wollen oder anderen präsentieren wollen, und biete ihnen dann die Möglichkeit, in einem schuleigenen Cloud-Ordner die Materialien dann nachher hochzuladen und somit eigentlich auch den anderen Schülern alle zur Verfügung zu stellen, sodass jeder nachher eine Vielzahl an Material zu einem Thema hat in den unterschiedlichsten Methoden. Ich habe Videos dazu gesehen, ich habe wirklich was gesehen, wo sie was handschriftlich hatten, abfotografiert haben. Es gab welche, die haben am Computer schöne Zeichnungen erstellt. Also das eröffnet schon ganz neue Wege und engt, sage ich mal, die Freiheit, wie ich Informationen sammle und die im anderen präsentiere, überhaupt nicht mehr an. Und das wird angenommen vom Schüler. Es ist jetzt nicht nur eine Spinnerei, die ihr als Lehrer macht, sondern der Schüler sagt, ja, ich probiere das aus, ich mache das, ich lerne selber. Ich sag so, ich habe, glaube ich, in der Oberstufe noch nie oder schon lange nicht mehr Gruppen von Schülern, die vorher teils schwer zu motivieren waren, so motiviert an einem Thema arbeiten gesehen. Die haben sich reingefressen und da sind Materialien entstanden, die könnt ihr so an andere in den nächsten Jahren weitergeben, weil das ist, habe ich so vorher noch nicht gesehen. Also ich bin begeistert davon. Ist das ein Phänomen, was nur in den Naturwissenschaften funktionieren würde, oder geht das in andere, ja, in andere Fächer, in andere Fachgruppen genauso? Ich denke, das geht in allen Fächern. Es kommt halt immer darauf an, wo es Sinn macht. Ich denke, man sollte jetzt nicht anfangen, alles zu digitalisieren, damit man es digitalisiert haben muss, sondern wirklich, wo macht Sinn. Es gibt genügend Themengebiete in der Chemie, da muss ich wirklich im Unterricht 45 Minuten mit denen arbeiten. Da kann ich nicht den ganzen Lernprozess jetzt digital gestalten und die sich selber arbeiten lassen. Ich denke, das ist sehr kontextabhängig. Es gibt eben Stellen, da entstehen wahnsinnig schnell Fehlvorstellungen. Wenn man nicht rechtzeitig irgendwie die Möglichkeit hat, da in einen Lernprozess einzuschreiten, dann manifestieren sich die ziemlich fest und dann hat man nachher, glaube ich, mehr Arbeit, solche Fehlvorstellungen wieder zu korrigieren, als wenn man gleich von Anfang an den Lernprozess begleitet hat. Aber es gibt eben auch Themenbereiche, in denen ist die Gefahr dann nicht so groß, und wenn der Schüler sich sowas selber beibringt, meinetwegen in Gruppen, in ganz vielfältige mediale Art, profitieren die da dann sehr davon. Also zusammengefasst würde ich sagen, einfach Digitalisierung dort, wo sie Sinn macht. Und ich sage jetzt mal, also, und halt nicht einfach nur, damit wir das Etikett Digitalisierung drauf haben können. Das, denke ich, ist das Wichtigste. Gehen wir mal zu euren Endgeräten, die hier vor uns stehen. Könnt ihr mir die mal zeigen, oder könnt ihr den Zuschauern mal zeigen, wenn wir von beginnen, einfach mal, wie muss man sich das vorstellen? Was ist das Problem? Um was geht es in dem PowerPoint, in der Folie? Und vielleicht auch noch die Frage, ist es für die Schüler Voraussetzung, dass die PowerPoint auf ihren Endgeräten haben? Brauchen die irgendeine Art Konfiguration, was vorher da ist? Also in dem Fall ist es so, um es ordentlich zu benutzen, die Lernkettchen, ich zeige es mal da rein, braucht man jetzt wirklich PowerPoint, damit es wirklich funktioniert. Aber man, was ja in der grundsätzlichen kostenlosen App ist. Genau, also man kann es grundsätzlich kostenlos verwenden. Man braucht auch kein Microsoft-Konto dazu. Also kann man natürlich machen, aber ist keine Voraussetzung dafür. Genau, also im Endeffekt geht es hier einfach darum, dass wir hier... Gucken wir drüber. Kilroy was hier. Dass wir hier verschiedene Moleküle haben oder Namen von Molekülen, und die Schüler sollen dann entsprechend lernen, wie die Moleküle benannt werden, beziehungsweise wie man sie zeichnen kann. Kennt man klassisch auch schon jetzt, man könnte das ausdrucken als laminiertes Kärtchen, und dann hätten wir jetzt, ich springe jetzt mal eine Folie weiter, hier die Lösung. Könnten sich die Schüler selber korrigieren, alles in Ordnung. Was aber jetzt neu ist, ist, ich habe jetzt hier Hilfekärtchen. Wenn der Schüler jetzt hier auf die 4 drückt, weil er nicht weiter weiß, kommt jetzt hier die Hilfe reingeschoben, und jetzt kann der Schüler sagen, okay, gut, jetzt probiere ich es mal mit diesem Hilfekärtchen, vielleicht komme ich ja dann auf die Lösung. Wenn das Ganze immer noch nicht klappt, gäbe es hier auch noch eben Links, zum Beispiel zu YouTube-Videos. Das funktioniert natürlich jetzt gerade nicht. Sollte aber eigentlich funktionieren. Microsoft. Ja, genau. Das wird sein. Und hier sieht man noch
das kleine Icon, da würde man jetzt zu einer Webseite kommen, ich glaube Chemgapedia, die dann das Ganze auch nochmal erklärt. So. Okay, jetzt schauen wir mal, was macht die Physik? Die Physik macht es ein kleines bisschen anders. Die Basis von dem Ganzen ist bei mir jetzt in dem Fall ein klassischer Arbeitsauftrag, in dem die Schüler per Ausdruck, Arbeitsblatt erst einmal einen Hinweis bekommen, was müssen sie eigentlich tun, was ist eigentlich der Gegenstand von der Gruppenarbeit. Und der Knackpunkt ist dann da unten so ein QR-Code, der hier auf dem Arbeitsblatt dann aufgedruckt ist, und ab dann geht es quasi in die digitale Welt. Mhm. Der QR-Code führt die Schüler dann zu unserer schuleigenen OwnCloud. Das ist bei uns im Haus gehostet, so dass, wenn die Schüler bei uns im WLAN sind, auch die Daten unser Haus nicht verlassen. Und dort haben sie die Möglichkeit, ihre erstellten Materialien, die sie zu dem Thema erstellt haben, egal welcher Art, hochzuladen. Und der Vorteil dabei ist, sie sehen automatisch dann auch gleich die Materialien der anderen Gruppen. Mhm. Das heißt, man kann sich gegenseitig ein bisschen was davon abschauen und hat am Ende der Phase, ohne dass man noch aufwendig irgendwas kopieren muss und an die anderen weiterverteilen muss, alle Materialien von den anderen Gruppen zur Verfügung. Ich als Lehrer habe natürlich die Möglichkeit, die Materialien auch zu sehen, und habe durch den Zugriff in die OwnCloud auch die Möglichkeit, sollte jetzt irgendwo fachlicher Fehler drin sein, das ein oder andere noch schnell am Tablet mit dem Stift zu kommentieren, ein paar Sachen auszubessern oder ein paar Hinweise nochmal zu geben, hey, passt auf, da ist vielleicht was nicht so optimal gelaufen, das könnte man noch ändern. Verändert es aber nicht die Arbeitszeiten des Lehrers? Der ja im Grunde, was ich, der Schüler lädt das um 19 Uhr hoch und du guckst um 19.30 Uhr rein und sagst... Das Hochladen passiert tatsächlich schon während der Unterrichtsstunde. Mhm. Die gerade in der Oberstufe jetzt bei uns haben generell alle unsere Schüler einen freien Zugang ins Internet. Für die unteren Klassen ist das auch denkbar. Wir haben Klassenzugänge, sodass Schüler während einer Stunde auch mal einen Zugang ins Internet frei bekommen können. Und das Ziel ist, dass sie die Arbeiten in der Gruppe schon während des Unterrichts abschließen, weil da sitzen sie ja nur beieinander, und den Abschluss dann dementsprechend auch hochladen, um es den anderen zu zeigen. Okay. Es verändert mit Sicherheit die Zeit klein wenig, okay. Aber man muss aber sagen, dass natürlich jetzt vielleicht, sage ich mal, im Erstellen von solchen Dingen jetzt ein bisschen mehr Zeit drinsteckt, aber die kriegt man dann durchaus halt auch wieder raus. Ja klar, also, langfristig gesehen auf jeden Fall. Also wie gesagt, da muss man halt dann einfach das Ganze so sehen, dann ist das nicht das Problem. Super, ich bin dankbar, ganz herzlich, Johannes, sehr Michael. Gerne. Und ich bin mal gespannt, ich würde ja gerne wieder in die Schule gehen, muss ich zugeben. Ja, okay, ein langes Jahr. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Redaktion 42. Danke, tschüss.